Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir heute am Donnerstag. Mensch, die Woche hat irgendwie erst angefangen und heute haben wir schon wieder Donnerstag. Wie geht's dir heute? Wie geht's dir heute? Hallo Annette, schön dich zu sehen hier. Bist gerade die erste und einzige, die ich hier gerade sehe. Ich denke, es kommen noch welche dazu. Hallo meine Liebe, oh, danke für die Herzen. Wir haben ja die letzten Tage so ein bisschen drüber gesprochen, allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn wir gerade jetzt in dieser wunderbaren Zeit, in der wir uns gerade befinden, die Aufmerksamkeit auf uns selbst richten, was gibt es Großartigeres und Genialeres zu entdecken als dich selbst, deinen wahren göttlichen Kern, um es mal so auszudrücken, deine Gaben, deine Stärken und wie, oh, hallo lieber Ingo, schön dich auch zu sehen, mal wieder. Was wäre, wenn genau jetzt der richtige Zeitpunkt dazu da wäre? Weil schau mal, vielleicht gehörst du ja zu denjenigen, die jetzt gerade so im Homeoffice sind oder weil da draußen irgendwie was lahmgelegt ist. Jetzt da wirklich mal hinzuschauen. Und ich habe gerade in der letzten Zeit mal wieder so einige wahrgenommen. Und dazu gehörte ich ja früher auch, mir so die Geschichten zu erzählen, dass ich jetzt etwas nicht kann, weil und so im Mangeldrama drin war. Ich sage es bewusst, Mangeldrama, kein Geld und solche Geschichten. Und ich habe heute Morgen mal wieder bei The Secret geblättert. Vielleicht kennst du The Secret? Und hab da, was ich eigentlich immer so von mir gebe, aber es geht einfach immer nicht nur um das von sich geben, sondern es hier auch mal im Kopf wirklich aufzunehmen, was ich lange Jahre gewusst habe, aber nicht kapiert habe, bis ich es endlich kapiert habe und umgesetzt habe. Und deshalb möchte ich es heute mit dir teilen. Und das sind jetzt nicht meine Worte, ich zitiere jetzt mal von The Secret. Niemand ist dafür bestimmt, ein Leben in Armut zu leben, denn jeder hat die Möglichkeit, sein Leben zu ändern. Das Gesetz der Anziehungskraft ist das Gesetz der Erschaffung und es erlaubt jedem von uns, es erlaubt jedem von uns, bitte nimm das mal auf mit allen deinen Zellen, mit allen deinem Sein, weil das sind Dinge, die ich früher auch nicht so wirklich aufgenommen habe. Als ich noch in diesem Drama drin gesteckt habe mit Mangel und ich kann doch nicht, andere können doch, ich doch nicht und so diese ganze Palette, diese ganze Geschichten, die wir uns da so gerne erzählen und wir so gerne dann eben im Drama sind. Auf dem Unbewusst natürlich, wir wollen das nicht bewusst. Ich wollte mir diese Situation früher auch nicht bewusst erschaffen, aber ich habe einfach drin gesteckt, ja. Und deshalb passt das auch so gut zu dem Thema, das ich da gestern und vorgestern aufgegriffen habe. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und wenn wir uns selbst jetzt diese große Chance nutzen, uns selbst Aufmerksamkeit zu schenken, dann können wir wachsen und unsere Gaben und Stärken, unsere eigentliche Botschaft daraus tragen. So, und jetzt nochmal dieser zweite Satz. Das Gesetz der Anziehungskraft ist das Gesetz der Erschaffung und es erlaubt jedem von uns, das Leben zu erschaffen, das wir uns wünschen. Jeder hat seine eigenen individuellen Umstände, durch die er gehen muss. Aber jeder Mensch auf der Welt hat auch die Möglichkeit, alles zu erreichen und alles zu ändern. Jeder auf dieser Welt hat die Möglichkeit, alles zu erreichen und alles zu ändern. So, und jetzt geht möglicherweise im Kopf so die Geschichte los. Ja, aber bei mir ist das ja anders. Ja, aber ich kann doch nicht. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ich kenne diese Geschichten auch nur zu gut von mir. Und das sind letzten Endes nichts anderes als Geschichten, die wir uns erzählen, aufgrund von Ansichten, die einfach dahinter stecken, die da drunter liegen. Wo wir im Vorfeld schon, bevor wir überhaupt wirklich in die Umsetzung kommen und zu sagen, okay, ich nutze jetzt diese Zeit, wirklich mal hinzuschauen, in mich hineinzulauschen, was ist denn wirklich mein Ding? Wo soll es denn wirklich dieses Jahr hier hingehen? Wo will ich denn Ende des Jahres stehen?
Was alles möchte ich denn in meinem Leben jetzt verändern? Beruflich, privat, gesundheitlich, innerhalb der Familie, was auch immer da so deine Themen sind. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich damit sagen wollte. Universum, bitte Worte. Genau, das sind dann alles Dinge, wo wir im Kopf anfangen, uns Geschichten zu erzählen, was dann alles schon in der Folge entsteht. Und genau diese Geschichten, die wir uns dann erzählen, und meist sind wir da einfach auch im Mangeldenken drin oder knüpfen aufgrund der Geschichten, die wir uns erzählen, an alte Dinge an. Wir wissen ja gar nicht, wie großartig es sein wird, wenn wir denn wirklich uns dafür entscheiden, dafür wirklich mal durchzugehen. Wissen wir ja gar nicht, sondern die Geschichten, die wir uns erzählen, die knüpfen ja entweder an unsere bisherigen Erfahrungen an oder wenn wir von anderen gehört haben, im Außen, im Umfeld, wie etwas geschehen ist, nur weil der oder diejenige dies oder jenes gemacht hat. Und dann gehen wir damit in Resonanz und fangen dann an zu glauben, dass das bei uns dann auch ganz schlimm und tragisch ist und dass ich das doch nicht machen kann und, und. Wie wäre es denn, wenn das alles wirklich Geschichten sind, die du dir bis eben noch erzählt hast? Und ich bin auch nicht frei von Geschichten erzählen. Ich erzähle mir immer auch mal wieder noch die ein oder andere Geschichte. Weiß ich ja sehr gut, wie es einem da geht. Nur ich habe inzwischen alles gemerkt. Ich hinterfrage es recht schnell. Ich hinterfrage die Geschichte schnell, jetzt schnell, indem ich mir wirklich die Frage stelle, oh, will ich das jetzt wirklich glauben? Ist das wirklich meines? Und wenn ich jetzt dieser Geschichte weiter Energie schenke, Aufmerksamkeit schenke, bekommt diese Geschichte Energie und wächst, die wird mich dann dorthin bringen. Will ich denn dahin wirklich kommen, wo diese Geschichte mich hinführt, die ich mir gerade erzähle? Also du merkst, es geht auch immer und immer wieder darum, das süße Köpfchen zu beobachten, den Denker zu beobachten. Und was man uns allen so abtrainiert hat, spätestens ab dem Tag, wo wir die Schulbank gedrückt haben, spätestens am ersten, zweiten, dritten Tag, haben wir gelernt, da vorne spielt die Musik. An der Tafel, beim Lehrer. Jetzt ist hier mal endgültig Schluss mit Tagträumen. Vielleicht gehörtest du ja zu den Kindern, die so gerne Tag geträumt haben, die so in ihrer eigenen Fantasiewelt gelebt haben. Bis dann irgendwann auch du vielleicht aufgrund deinem Umfeld selbst es aberkannt hast, Tag zu träumen. Tag zu träumen dahingehend, von der Zukunft zu träumen, die wirklich deinem Herzen entspricht. Vielleicht gehörst du zu denjenigen. Ich glaube, alle Kinder bis zu einem gewissen Alter gehören zu denjenigen, die einfach so taggeträumt haben. Das ist ja die Ursache, warum wir alles für möglich gehalten haben, als kleine Kinder morgens mit großen Augen aus dem Bettchen gehüpft sind. Was hält das Universum heute an Geschenke für mich bereit? Was kann ich heute kreieren? Was kann ich heute entdecken? Ja? Und diese großen leuchtenden Augen, die jeder von uns als Kind mal hatte, also auch du, wie wäre es, wenn du dir erlaubst, mit diesen Augen wieder in die Welt zu schauen und dir wieder zu erlauben, Tag zu träumen? Weil wenn du dir das erlaubst, von deiner idealen Zukunft mal zu träumen, wie sie ausschaut, ganz nach deinem Herzen, dann schaltest du ein inneres Navigationssystem an, das dich auch dahin bringt. Weil dann schenkst du dir selbst und deinen Träumen Aufmerksamkeit. Und wir haben immer ein wohlwollendes Universum an unserer Seite. Wir dürfen uns auch von dem Glaubenssatz lösen, dass das Leben eine harte Schule ist und dass das Leben uns für etwas bestraft, dass es überhaupt irgendeine Instanz gibt, die uns für irgendetwas bestraft. Also so diese Sätze, die ich ja früher auch immer gehört habe.
Die kleinen Sünden straft der Herr sofort, fällt mir gerade ein. Was macht das alles mit uns? So hat jeder von uns eine Vielzahl von Mustern in sich. Was wäre, wenn wir das alles mal loslassen könnten und mal wirklich wir uns erlauben, alle, auch einschließlich ich selbst, noch viel, viel größer zu träumen. Und vor allem auch du. Wie wäre es, wenn du dir jetzt, wenn du dich jetzt wieder erinnerst, vielleicht je nachdem, wie deine Kindheit war, vielleicht hast du ja doch recht gute Erinnerungen an deine Kindheit. Vielleicht magst du dir mal so ein Bild, kommt mir jetzt gerade so als Gedanke, ein Bild von dir aus deiner Kinderstube nochmal holen, wo du das kleine Mädchen oder der kleine Junge warst, der noch taggeträumt hat. Und dann einfach mal so in diese Energie von diesem kleinen Mädchen, von diesem kleinen Jungen einzutauchen. Und diese Energie mal zu genießen. Und die mal daraus ans Universum zu senden. Also dich selbst erstmal mit dieser Energie auftanken und dir erlauben, diese Energie sich in deinem gesamten physischen Körper ausbreiten zu lassen. Und auch weiter über deinen physischen Körper hinaus, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins und darüber hinaus ans ganze Universum, an alles, was ist, aussendest. Damit Energien, die diesen entsprechen, das wissen wir auch alle, Gleiches zieht Gleiches an, Gesetz der Anziehung, mit diese Energien in dein Leben kommen. Und dann können auch so Dinge geschehen, wo wir rückblickend dann sagen, Mensch, da ist ein Wunder geschehen. Da ist ein Wunder geschehen. Nur ab einem gewissen Alter hat man uns auch beigebracht, Wunder gibt's nicht. Wie wär's? Da wir ja letzten Endes im Grunde genommen alle wundersamen Wesen sind, schau mal, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass wir keine wundersamen Wesen sind? Unsere Zellen, unsere Organe, unser Körper, was ist das? Ein Wunderwerk der Natur. Alle Zellen und Organe, in welchem Kontext die immer zusammenarbeiten und die wissen immer ganz genau, was zu tun ist. Nur wenn Disharmonien entstehen, dann können rein von der medizinischen Seite her auch Krankheitsbilder diagnostiziert werden. Was wäre denn, wenn es da einfach nur darum ginge, da wieder eine Harmonie in die Disharmonie zu bringen? Das ist dann das, was die Medizin natürlich auch gerne als Wunderheilung oder Zufall oder keine Ahnung, manchmal bezeichnen sie es als Falschdiagnose gestellt haben. Und schau mal, du hast einen Wunder. Samen, einen wirklich wundersamen Körper. Wie kommen wir auf die Idee, dass wir keine Wunder kreieren können? Wie wäre es, wenn du dir erlaubst, wirklich mal wieder Tag zu träumen, ein Bild wirklich aus der Kinderstube hervorzukramen oder wenn du je nachdem vielleicht zu heftige Erfahrungen hast aus der Kinderstube und sagst, nee, das macht jetzt zu viel mit mir. Du kannst dir auch einfach kleine glückliche Kinder vorstellen. Oder geh doch mal hier irgendwie auf YouTube-Kanal, schau dir spielende Kinder irgendwie an, mit welcher Freude die unterwegs sind. Oder wenn selbst das noch dir zu viel Schmerz verursachen könnte, jetzt im Moment, je nachdem, wo du gerade stehst, weil ich erlebe in meinen Coachings einfach schon mal heftige Dinge, was da manche Seelen sich dazu entschieden haben, an Erfahrungen zu machen. Ich sage jetzt bewusst, manche Seelen sich im menschlichen Körper dazu entschieden haben, in der Kinderstube Erfahrungen zu machen. Dann schau dir Tiere an, glückliche Tiere, die darum tollen oder was, und geh in diese Energie hinein. Fühl diese Energie. Erlaube dir, diese Energie einzuatmen. Stell dir einfach vor, du kannst diese Energie einatmen. Unser Köpfchen versteht das nicht. Du kannst auch da nichts falsch machen. Das läuft so unter dem Tenor, wie Shakespeare was, glaube ich, gesagt hat. Es gibt viel mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als das, was eure Schulweisheit euch erträumen lässt. Und es gibt so viel mehr Dinge, die es wirklich gibt, die wir nur nicht für möglich halten. Noch nicht für möglich halten. Schau mal, hier gerade so mein Handy gelegen. Wenn man mir vor 30 Jahren gesagt hätte, da hat man mal so ein Teil, da tippt man mal irgendwie auf so einem Display drumherum. Und dann bewegt sich da irgendwas. Dann mache ich so eine kleine Zahlenkombination. Dann spreche ich mit jemandem in den USA.
Und da geht noch nicht mal eine Schnur ab in die Wand, weil ich gehöre ja noch zu der Generation, ich kann mich noch erinnern, das war die Sensation, als wir unser erstes Telefon gekriegt haben und ich nimmer ins Dorf laufen musste und von meiner Mutter 50 Pfennig gekriegt habe, um meine Tante anzurufen, um mit ihr zu telefonieren. Das war die Sensation, wenn man uns damals gesagt hätte, sowas gibt's mal. Hätte doch jeder gesagt, von welchem Stern bist du denn? Anderes Beispiel noch für dich, für deinen Kopf, damit wir ihn da mal ein bisschen mit ins Boot nehmen. Es ist ja auch erwiesen, wie viele Informationen in Wasser gespeichert sind. Es ist überall alles abgespeichert. Wenn du dich da mal schlau machen möchtest, dann google gerne mal nach Emoto. Der hat Wasserkristalle mit einer speziellen Kamera fotografiert und hat zum Beispiel, ich sage es jetzt vereinfacht, ein Wasserglas auf den Zettel gestellt. Das sind so die Dinge, die ich im Übrigen immer gern gemacht habe und auch heute noch mache. Wenn wir so unterwegs sind und ich mein Quellwasser, wir sind ja gerade hier im Saarland, da haben wir Quellwasser, das ist absoluter Segen. Aber unterwegs habe ich halt mein Quellwasser nicht dabei. Da darf ich mich ja auch mit dem Wasser begnügen, was ich da irgendwo zu kaufen bekomme. Ich hole einfach immer nur einen Zettel, ein Blatt Papier. Schreib da drauf Licht, Liebe, Heilung, Gesundheit, mal Herzen drauf und stell da mein Wasser drauf. Diese Energien, die gehen in dieses Wasser rein. Ich habe auch schon mit Edelsteinen in der Richtung gearbeitet und ja, es gibt ja da alle möglichen Dinge. Da kann man ja auch viel Geld ausgeben für solche Wasserharmonisierer und Energetisierer. Aber mit so einfachen Dingen geht es auch. Oder die Lebensblume habe ich mir auch ausgedruckt und eine Folie und da steht auch der Wasserkrug zusätzlich noch drauf, um das Quellwasser noch zusätzlich zu energetisieren. Und Emoto hat da einfach auch mit einer gewissen Technik fotografiert und hat mit dieser Variante Wasser fotografiert, das auf dem Zettel zum Beispiel stand oder auf dem Gefäß drauf stand, Licht, Liebe, Lebensenergie, Heilung, was auch immer, hat wunderbare Kristalle da fotografiert. Und das Wasser, wo dann einfach stand, ja, ich sage jetzt mal Tod, Trauer, Krebs, also niedrig schwingende Energien, das waren total deformierte Kristalle. Oder es gibt auch noch was für deinen Kopf, damit wir deinen Kopf, den Denker, den Verstand da mal mit ins Boot bekommen. Es gibt ja auch schon genügend Nachweise dafür, selbst wenn wir selbst mit den Zimmerpflanzen sprechen, dass die auf eine andere Art wachsen und gedeihen oder dass wir eine harmonische Musik laufen lassen und die Zimmerpflanzen in die Richtung wachsen und wenn wir so eine Hardcore-Variante von Musik, was total Unharmonisches laufen lassen, dass die Zimmerpflanze sich davon entwickelt, wegwächst, ja? Und schau mal, was lässt dich glauben, dass du nicht dieses Potenzial immer noch in dir hast? Und das gilt es jetzt zu entdecken. Und wie wäre es, wenn du da jetzt dich in die Richtung wirklich mal auf den Weg machst, die jetzige Zeitenergie nutzt, um damit deine Existenz, und da meine ich jetzt die materielle Existenz, unsere Existenz ist sowieso gesichert. Wir glauben nur, dass wir vom Geld abhängig sind. Unsere Existenz hängt nicht vom Geld ab. Als wir als kleine Kinder auf die Welt kamen, da haben wir uns um Geld auch keine Gedanken gemacht und haben existiert. Ja? Also unsere Existenz hängt nicht vom Geld ab, ist auch so ein Glaubenssatz. Aber es ist einfach schön, wenn wir auch diese Geldenergie, wie alle andere Energie, die wir ja auch fließen lassen, haben auch die Geldenergie zu uns fließen lassen. Und das meine ich mit Existenz sichern. Sobald du dir erlaubst, wirklich dein volles Potenzial zu leben, deinem Herzen zu folgen, die Dinge zu machen und dir damit eben auch, ja, ich nenne es gerne, deinen Seelenberuf kreierst, das, was voll und ganz dir entspricht, dann bist du von nichts und niemandem abhängig, von keinem Arbeitgeber, von keiner anderen Person, von keinen anderen Personen, von keiner anderen Institution, sondern dann übernimmst du die volle Verantwortung für dich selbst, für dein Leben. Was kann es Großartigeres werden? Auch wenn es zunächst vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Aber alles, was ungewohnt und vielleicht auch zunächst mal anstrengend ist, es wird zur Gewohnheit. Dann magst du es gar nicht mehr anders. Ja?
Magst du dich nicht mal in Schubladen reinpressen lassen? Okay. Vielleicht magst du jetzt mal gleich ins Badezimmer, in den Spiegel gehen, dich mal mit ganz liebevollen Augen anschauen und dir selbst mal sagen, was für eine großartige Persönlichkeit du bist. Und vielleicht magst du dir jetzt selbst versprechen, dir selbst künftig Aufmerksamkeit zu schenken, dein einzigartiges Potenzial, deine Gaben und Stärken zu entdecken und dich da draußen zu zeigen. Okay? Alles Liebe. Wir sehen uns morgen spätestens nochmal. Bis dahin. Ciao.